Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Koop Torwartkarriere zusammen mit Jan. Hi. Hallo. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, rechts oben bei mir verlinkt, unbedingt vorbeischauen, ist auf jeden Fall lohnenswert, denn wir haben beide als Torhüter eine klasse Leistung hingelegt, war ein mega, mega spannendes Spiel gegen unseren Rivalen Portugal, haben das Spiel leider Gottes dann mit 3:2 verloren, deswegen gilt es natürlich in der heutigen Folge gegen den Iran zu gewinnen, um uns 3 Punkte einzuholen und dann doch wieder ein bisschen in der Tabelle hochzukommen. Rechts oben beim i ist ebenfalls Jan verlinkt, plus seine zweite Folge der Koop-Torwart-Karriere. Wir machen es ja nämlich so, dass wir jeden zweiten Tag auf beiden Kanälen eine Folge hochladen. Er eben in seiner Deutschland-Karriere mit Ter Stegen und ich hier mit Spanien, mit De Gea. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, vielleicht von Jans Kanal rübergekommen sind, erstmal Dankeschön dafür. Und ich werde im Laufe des Videos ein paar coole Videos von mir in der Infocard verlinken, plus eben andere Playlists von anderen Karrieren. Jetzt würde ich sagen, starten wir aber rein gegen Iran. Let's go. So, die Spieler kommen aufs Feld und wir hören gleich die Nationalhymnen beider Teams. Wenn euch dieses Projekt gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und jetzt, ja, hören wir die Nationalhymnen, wie schon gesagt. So Leute, gegen den Iran ist der Sieg jetzt an Pflicht. Ich hoffe, wir können wieder ein paar coole Paraden raushauen. Und mal schauen. Wenn er ihn jetzt querlegt. Oh, was? Ich habe gar nicht gedacht, dass er auf den querlegt. Da war ja noch einer in der Mitte und ich habe mit dem gerechnet. Ja. Das hat mich richtig verwirrt, deswegen bin ich kurz stehen geblieben. Da hatte ich gerade richtig, richtig Glück, dass hier nicht das 1-0 fällt. Und den haben wir. Oh, eieieiei. Das gibt's doch nicht, dass wir hatten noch keinen Schuss aufs Tor, glaube ich. Da wär's auch wieder knapp. Oh, jetzt, ja. Jawoll, 1:0, Isco. Nice one. Das einmal Spanien gefährlich vom Tor und dann... Ja, also bisher ist der Ball drin. Spanien noch nicht zu sehen. Jetzt schon. Oh, danke Isco, dass du hier das 1:0 machst. Längst überfällig eigentlich für solch eine Mannschaft, aber halt trotzdem die erste Chance, 30. Minute. Jetzt! Jawohl, dieselbe Ecke und derselbe Spieler. Der Torwart macht einfach nur so einen Schritt im Fuß hin. Ja, gerade eben auch schon, ne? Ja, ja, dann glaube ich nicht die Reaktion dafür, um da noch in die Ecke zu springen. Macht er einfach nur noch, schafft er den Schritt, mehr geht er nicht bei dem. Ich weiß nicht, wie alt er ist, ob der vielleicht schon zerbrechlich ist oder so, aber ich komme da auf jeden Fall nicht runter. Oh, was ein Kopfball! Eins zu zwei. Das ist der Anschlusstreffer, ja. Boah, da kam ich ja gar nicht drauf klar. Scheiße. Ja, hätte ich besser machen müssen. Aber naja. Oh. Oh, nein, was? Jawohl! Also, da geht der unter mir. Also ich bin ja dran und der flutscht unter mir drunter durch. Einfach der Ball. Oh shit. Scheiße. Ja, ja, machen wir gleich. Ah, das war natürlich nicht schlecht, dass wir hier direkt wieder ein Tor gemacht haben. Auch wenn das jetzt nicht das krasseste ist. Und wenn das ein bisschen, oder was ist ein bisschen, es war richtig Pech dabei. Aber 3-1, das klingt auf jeden Fall schon mal besser. Halbzeit. Halbzeit 1:3. Läuft schon mal besser als wie gegen Portugal. Also was heißt besser, aber es ist halt ein bisschen deutlicher das Ergebnis.
Mal gucken, wie es hier weitergeht. Und jetzt gibt's tatsächlich den Konter. Konter vom Iran, Junge. Einfach weg jetzt. Boah, da hat man noch richtig spät den Torwart erst gesehen. Oh Gott, ist da noch ein Abwehrspieler? Nee, okay, ich sehe meinen Torwart nicht. Und da ist keiner, der rennt 1 gegen 1 auf mich zu. Oh, Hilfe. Wir haben ihn gehalten. Und ich sehe wieder nichts. Kann dann immer gefährlich werden, aber den habe ich. Gleich bei einer Ecke mit nach vorne. Oh. Oh. Oh, das. Ja. Ja, wieder nach oben und jetzt schießt. Schieß, jawohl. Was? Den kann man doch mal halten. Was ist der da los? Der Torwart ist ja echt kacke. Also nicht du, sondern der Torwart an sich. 1-4. Mann, das war gut gespielt. Aber der Schuss, naja. Ey, weißt du, die Hand erstreckt sie aus, aber... Naja, also da an dich kann man da keinen Vorwurf machen, aber an den Torhüter allgemein schon. Dass er den nicht kriegt. Mann, oh Mann, oh Mann. Ist dann ein bisschen Pech. 4-1, das klingt auf jeden Fall gut. Weiter so. Oh, Jung. Oh, oh. Nein. Gut Was gespielt. Ein Zusammenspiel. Ah, da habe ich auch wieder... Ja, ich rechne nicht damit. Sollte ich eigentlich auch. Da richtig doof angestellt, wie ich da rumgelatscht bin. Wärst du aber beinahe nochmal da gewesen. Ah. Wärst da zur Parade gekommen, das wäre eine richtige Glanzer nochmal. Boah! Und jetzt nächste Nein, Chance! Nein, was? 3-4 und damit ist die richtig gute Tordifferenz weg. Boah, das kommt mir jetzt komplett aus dem Nichts. Boah, ich bin extra voll schnell aufgestanden, dass ich den vielleicht noch krieg, weil ich den schon gesehen habe, dass er da kommt. Der Schuss war natürlich Bombe. Ich bin hier echt noch geschwommen. Ah, Leute, ich habe mir so viel Mühe gegeben, aber da kannst du leider nicht mehr viel machen. Nee, absolut keine Chance. Ah, das ist doch jetzt scheiße. Ich dachte, wir kriegen hier Tordifferenz und so. Jetzt müssen wir überhaupt noch bangen, dass hier nicht noch ein Tor fällt. Hilfe! Ja, den holen wir uns jetzt hier vor dem Spieler. Oha. Den nehmen wir uns. Aber sie probieren es. Also auch wenn der jetzt nicht so krass war, die Chance von vorhin, die war auf jeden Fall krass. Und sie probieren es immer wieder. Man sieht es hier oben. 10-7 Schüsse. Also sie sind sogar im Vorteil, was die Schüsse angeht. Krass. Ja, oh mein Gott, das war gut gespielt. Jetzt 1 gegen 1 gegen den Torwart, 1 gegen 1. Oh, das macht er gut. Oh, lol. Erste gute Tat hier im Spiel, gerade von mir, glaube ich. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war auf jeden Fall das Beste. Oh, da kommst doch du raus. Alter. Oh, dein eigener Verteidiger hätte dich da fast ein bisschen ausgetrickst. Oder gibt's doch... Nee, es gibt nicht mehr die Chance. Ende. Wir haben gewonnen, auch wenn es zum Ende hin echt knapp geworden ist. Aber, naja, wir haben gewonnen. Es gab zwar nicht so krasse Paraden wie in der letzten Folge, aber wir haben uns auf jeden Fall nicht schlecht geschlagen. Dein Torwart war nicht so geil. War auch nicht so das beste Rating, aber war ja klar. Also, ich meine, der Torwart von Iran und jetzt im nächsten Spiel, in der nächsten Folge gegen Marokko, das wird nicht allzu krass sein. Aber es geht auf jeden Fall okay, dass Spanien hier 4 Tore erzielt hat. Dass Iran 3 erzielen konnte, vor allen Dingen die letzten beiden, die waren so ein bisschen echt überraschend. Also in der ersten Halbzeit haben die ja echt verdammt gut gespielt. In der zweiten Halbzeit hat Spanien gehört und dann am Ende hauen sie da doch nochmal 2 Dinge rein und machen es richtig spannend. Ja, war krass. Schon nicht schlecht. So, das zweite Spiel gewonnen. Portugal hat gegen Marokko ebenfalls mit 4-0 gewonnen und ja, damit ist Portugal auf Platz 1, wir sind allerdings auch noch auf Platz 2, heißt, wenn wir das nächste Spiel gewinnen, beziehungsweise ja doch unentschieden, würde wahrscheinlich reichen, weil Portugal gegen Iran wahrscheinlich gewinnen wird, aber ich würde sagen, wir gehen lieber mal auf den Sieg. Wie gesagt, wer die zweite Folge von Jan noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall da mal vorbeischauen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ich bin Nummer 1 und ich Nummer 2. Komm mit hunderten Jugos und verbrenne dein Dorf.
verbrennenden Dorf. Verbrennenden Dorf. Verbrennenden Dorf. Rest ist der Chef, wir verbrennenden Dorf.